Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles und mit mir spielt der Irokese und die Mathilde. Hallöchen. Ja, ihr seht's schon. Danke Ulrich Meier für den Tipp mit den Bildern. Ich habe mir glaube ich erstmal eine halbe Stunde oder Stunde mit Bildern bei YouTube verbracht, wie ich andere Bauwerke betrachtet habe. Natürlich auch Dank da hier an Carsten, der ja auch sehr viele Kommentare zum auch. Rund ja, nicht zu vergessen. Aber einfach mal das Einfachste von der Welt, einfach mal googeln. Dann hat man sofort verstanden, was Carsten meinte. Das Problem, was ich jetzt hatte, ich wollte es da oben erst bauen, aber irgendwie kann ich die Fundamente nicht auf die Fundamente draufstellen. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist witzig, ihr solltet das gerade sehen. Heinrich erzählt das und zeigt auf seinem Bildschirm, um zu zeigen, da oben. Da oben, ich guck doch dahin, da oben, da, wo ich wackel. Ja, aber dass du mit deiner Hand da so drauf zeigst, das finde ich niedlich. Ach, scheiß auf Niedlichkeit. Da oben ging's halt nicht. Wie war das? Ich bin nicht niedlich. Hey, jetzt unterbrich mich doch nicht, ich kommuniziere gerade. Entschuldigung, mach weiter in deinem Zen-Schreiben. Was? Egal. Dann habe ich da hinten versucht, da wo ich den Cursor, seht ihr den Cursor? Den Cursor hier? Da hinten habe ich versucht, da ist aber uneben. Dann kann ich da auch nicht weiterbauen. Kriegst du Krise. Musstest du da wieder alles abreißen. Dann wollte ich da oben bauen, da ging's nicht, ist zu nah an der Stadt. Ihr wisst ja gar nicht, wie viel Stress das ist, so einen Turm zu bauen. Aber es ist ein toller Stress. So. Und ich, ja, ich weiß, man kann das hier, ich habe das auch schon per Bild gesehen. Da hat jemand, ich sag mal, ein Streber kombiniert mit Ziegelstein so Ringe gemacht. Das sieht ultra cool aus. So, der innere Teil halt mit Ziegelmauern, dann Sandstein, dann wieder Ziegel. Sieht übelst cool aus. Ist mir aber gerade zu viel Aufwand. So. Jetzt habt ihr gesehen, oder jetzt wisst ihr ja, was ich jetzt die Folge machen. Däumchen bauen. Zumindest das Fundament. Und ich hoffe, dass das mit dem Platz hier auch reicht. Dass wir jetzt nicht zu nah da oben, sonst reiß ich da was ab. Das passt da schon. Das kriegen wir schon hin. Das Problem ist, da wir hier unten bauen, quasi, muss ich auch erstmal 10 Stockwerke hochballern, um auf die andere nächste Ebene zu kommen. Musst du das denn mit den Fundamenten machen oder kannst du das dann einfach mit den normalen Mauern machen? Könnte ich auch mit Mauern machen dann, ja klar. Aber ich wollte eigentlich hier erstmal, also man muss ja nicht unbedingt gleich hier unten reingehen können. Ich wollte so eine seitliche Treppe dran bauen, vielleicht. So war mein Gedanke. Weißt du, dass ich dann erst so bei 2 Blöcken Höhe den Eingang habe, so die Idee. Mhm. Wie die Umsetzung wird, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich noch nicht. Du bist unser Turmbaumeister. Ich lasse mich hier einfach überraschen. Ganz einfache Kiste. Ich lasse mich überraschen. So. Ja, ich bin gerade so ein bisschen am Steine ernten. Ich werde nämlich an unserem normalen Haus weiterarbeiten. Werde auch gucken, dass ich so ein bisschen Inneneinrichtung mache. Ja, das normale Haus muss auch weiter bebaut werden, ja klar. Ja, daran arbeite ich jetzt. Das war ja auch von Anfang an mehr dein Part. Aber ist doch schön, so kann jeder ein bisschen bauen. Alle sind glücklich. Welt ist schön. Ich habe nur Angst, dass ich das hier wieder abreißen kann. Dann kriege ich mich aber auf. Ja, ich nutze hier schon fleißig meine schöne neue Pickaxe. Nee, warte, wie heißt das Ding richtig? Spitzhacke. Einfach nur Spitzhacke. Und ich habe voller Begeisterung festgestellt, dass wenn man ein Bäumchen damit umhackt, dass man sowohl Holz als auch Äste und auch noch Rinde bekommt. Also gleich 3 Wünsche auf einmal erfüllt. Jetzt. Und damit ihr nicht weiter meckern müsst. Wieso? Meckern Sie? Ja, Thema Heilpfeile. Ja, ich lese es halt so häufig. Ja, ich weiß, haben wir auch recht mit. Ich habe jetzt auch angefangen, Heilpfeile zu bauen. Sind sozusagen schon in der Mache. Dafür muss ich erstmal Eisenkopfpfeile machen und aus denen mache ich dann Heilpfeile und damit habe ich schon begonnen. Genau, das heißt, nächstes Mal
wenn wir unterwegs sind, haben wir auch Heilpfeile. Ja, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur den Turm baue, sondern auch noch Zeit finde, quasi vielleicht bessere Rüstungen und etwas bessere Waffen zu bauen. Mit besseren Rüstungen habe ich schon angefangen. Ich habe nämlich zumindest für schweres Zeug habe ich schon mal da die Fütterung in Auftrag gegeben. Mhm, okay. Also für schwere Rüstung, vorausgesetzt wir wollen schwere Rüstung tragen. Naja, ich weiß nicht, ob das, also für mich ja, weil ich bin ja, ich versuche ein Tank zu sein. Bin ich zwar nicht so richtig, aber so ist der Grundgedanke und du bist ja unsere hübsche Bogenschützin. Warum platzieren des Gebäudes fehlgeschlagen? Ich nehme dir gleich die Meldung und schieb sie dem Programmierer seit jetzt in den Arsch. Ich will sie da bauen, Entschuldigung. Ich neige zu Wutausbrüchen, ich weiß. Entschuldigung, ich wollte dich vom Thema ablenken. Ja? Ja, genau. Ich glaube, ich war auch fertig. Okay. Ja, aber es ist schön. Es wird schön. Aber ich glaube, ich werde hier unten ein bisschen breiter sein als gerade vorhin geplant. Das war auch was ist das denn für ein Viech? Pures Augenmaß. Was bist du für ein Viech? Ich kenne dich nicht. Warte, ich muss gucken bei dir auf dem Monitor. Das kennen wir doch. Das große da. Das ist halt, das hat doch irgendwer geschrieben. Warte mal. Das habe ich auch schon gekillt. Das ist so ein Boss, so eine Boss-Kreatur, genau. Von diesen Schieferrückenviechern. Ah, mal gucken. Ein paar Killer und ich das hinkriegen. Im Zweifelsfall Rückzug. Wen hast du mitgenommen? Killer? Akila. Das ist unser Wolf. Achso, wieder irgendeine Disney-Geschichte, ja? Das Dschungelbuch, nicht Disney. Ja, Disney, Dschungelbuch ist alles dasselbe. Ach, fuck, ey. Das fängt hier schon wieder gut an. Sorry. Klugscheißer-Modus. Meinte ich jetzt, das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht. Mit dem Klugscheißen. Ich konnte gerade was nicht bauen, wie ich wollte. Da, ja. Aber genau, du Klugscheißerin. Klugscheißer mag keiner. Man kann ja nicht klugscheißen, wenn man kein Arschloch hat, nicht wahr, Heinrich? Wer hat kein Arschloch? Alles gut. Verdammt, jetzt sag mir nicht, wie viel Baumaterialien. Das kann's doch nicht sein. Iro. Wir haben nichts zum Bauen, Iro. Ach, verdammte Angst. Aber müssen wir mal los, ne? Tut mir leid. Gibt's wieder eine Folge Sternekloppen. Und deine Meditationsübungen. Ja, ich brauch die ja leider. Ach ja, ach, du bist jetzt gar nicht in der Basis. Ich wollte ja nur sagen, dass wenn du da diesen, weiß nicht, wovon wir da die Boss-Kreatur hatten. Ah, ich warte glaube, mal, das machen wir gleich als erstes. Ja, ja, ja. Wildschwein. Das Wildschwein, genau. Das war auch, glaube ich, Carsten. Nimm's mir nicht übel, wenn ich das manchmal falsch zuordne. Aber ich sage einfach, eine nette Person, weil alle, die bei uns kommentieren, sind nette Menschen, hat bei uns hat einen Kommentar hinterlassen, wo drinne stand quasi, dass ich eigentlich nur diesen Kopf nochmal in mein Inventar packen müsste, quasi. Und dann hätte ich schon im Reisejournal das mit dem Kopf erledigt von der Bosskreatur. Das wäre fantastisch. Akela, komm her. Was für ein Kopf war das nochmal? 5-4? Ich glaube, das war vom Wildschweinkönig. Wildschwein, König. Was hast du mit dem Kopf gemacht? Ein tolles Wildschwein war das. Ja. Wo ist der Kopf? Ach, da kommt mein Wölfchen. Was du mit dem Kopf? Ich meine, der müsste in irgendeiner Kiste sein. Also in der Kopftruhe ist er nicht. Ah, hier ist meine Spitzhacke. Ja, die ist da schon länger. Und mein makelloses Doppelschwert. Da packe ich mal das alte da rein. Nimm das makellose. Vielleicht ist die auch noch in Kasten drin. Muss ich noch die Tiere durchstürmen. Ich gucke noch die ganzen restlichen Kisten durch. Was ist denn da
übersehen? Ah, stumpfe Pfeile hast du 200 gemacht. Super, super, super. Carsten, wo bist du? Carsten. Carsten. Bei Carsten hatten wir ja mit. Ah, Carsten, hier stehst du. Er bewacht die Sklaven. Da ist der Kopf aber auch nicht drin. Ich glaube auch nicht, dass Carsten den Kopf isst. Das glaube ich auch nicht. Habe ich den... Nee, ich habe den doch nicht unten hingepackt in einer anderen Bar. Keine Ahnung. Mein Name ist Hase. Das heißt, der könnte hier irgendwo über deiner alten Basis noch liegen, ne? Jo. Jo. Gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ach, hier oben gibt es ja auch noch Räume und hier ist ja auch noch was. Aber hier ist ein Folterinstrument zum Knüppeln von Sklaven. Hier ist ein Bottich. Da ist ein Striptease-Tisch. Hier sind zwei. Ach, wir haben ja auch noch unsere Kissentänzerin. Ja, wo ist die denn? Die ist in irgendeiner Truhe. Du packst. Ja, gut, wir haben keine. Wir hatten ja früher eine Sklaventruhe, die haben wir ja mittlerweile nicht mehr. Ach, hier ist auch mein Hackmesser. Weil wir ja noch nicht wirklich hier richtig Ordnung geschaffen haben. Dafari habe ich hier. Kissentänzerin. Kissentänzerin. Auch die sehe ich jetzt hier nicht. Ja, bestimmt. Ah, hier ist irgendwas mit Tänzern. Senkt die Kissentänzerin. Ah, komm mal her. Kissen, Kissen, Kissen. Also hier, ich packe sie mal hier einfach hin. Ich weiß nicht, was der Raum sein soll. Oh, die hat aber... ich sag dazu nichts. Iro, die hätte deine Frisur. Musst du einen längeren Zopf finden. Das sind Dreadlocks. Cool. Ist das was auch? Nee. Aber die hat ja kein Kissen. Und sie macht einen komischen Fußtanz. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Kann man die auf den Tisch stellen? Viel besser. Hast du schon? Ja. Aber ich hab's ja auch gerade genommen. Oh, bist du ein süßer Wolfi. Wolfi, Wolfi. Oh, du bringst mir Steine. Das ist... Nein, das sind meine Steine. Brava, Wolfi. Danke, Wolfi. Aus! Oh, oh, Heinrich! Mathildes Steine! Ja, ich hab sie dir gelassen. Ich hol mir selber welche. Was willst du denn bauen, damit du... Ja, hier, die zweite Etage. Ah, das ist... ja, klar. Die zweite Etage. Super, super. Das ist super. Ich habe schon zu Mathilde im Offscreen gesagt, den Platz, den wir hier haben, irgendwie wird er nicht reichen. Dann müssen wir halt die Stadt erobern und alle töten. Durstig. Oh, dann trink doch mal was, Junge. Ich habe ganz, war so im Bauen und so mit beschäftigt, ich gar nicht gesehen habe, dass der Junge hier Durst hat. Das da unten ist Bauland. Das ist aber, oh, Bauland. Naja. Oh, ich überlege gerade, wo... Ich glaube, ich mache uns einen Balkon hier oben. Ja, klar. Damit wir den Sklaven beim... Du kannst ja auch vielleicht die eine Mauerseite so offen lassen, dass man quasi mit Balkon, also so mit Säulen offen machen. Ach so, so ein Vordachdings. Ja, genau. Mhm. Ja, aber ich hätte gerne trotzdem noch ein Schlafzimmer. Ja, das kriegen wir hier schon hin. Im Zweifelsfall machen wir eine dritte Etage nur fürs Schlafzimmer.
Da ist viel Stoff. Zweite Etage Küche, dritte Etage Schlafzimmer. Ja. Hui, lass uns hinunter. Ist das ein Stein? Kann ich dagegen hauen? Okay, das war eine scheiß Idee. Das war eine scheiß Idee. Und die Küche, wollen wir die auch zwei Dinger hochmachen oder nur ein? Ich bin gerade mit Zucken beschäftigt. Ah, fuck. Wenn ich hier zucke, kann ich keine Ausdauer. Ja, kannst du zwei hochmachen. Was soll der Geiz? Wird halt groß. Das ist Conan Exiles. Hier denkt man in großen Maßen. Klein denken. Ups, das war Wasser. Mist. Hier wird nicht klein gedacht. Jetzt wird hier alles zerhackt, stückelt hier. Mach alles kaputt. Mindestens 2000 Steine erstmal wieder hier. Mist, ist ja richtig fester Stein. Mist. Ach, wieder zu schwer. Immer zu schwer. Ich kann ja keinen Zaun machen. Was musst du dann machen? Wie kannst du keinen Zaun... Achso, diesen Sandsteinzaun oder was? Ja, kann ich dir dann bauen, wenn du mir Material... Oh, ich sehe nur Steine. Ein bisschen vom Gebüsch eingesammelt, das wollten wir gar nicht. Na los, hack zu da! Und kommst du gut voran? Jo. So Stückchen für Stückchen. Ja, mein hat sich gerade gezielt, hier Bäume abzuhacken, warum auch immer. Und dabei ist der Wald in so einem schlechten Zustand. Überall hat's Bäume.
ganzen Bäume sind hier vom Borkenkäfer befallen. Ich helfe denen nur. Du weißt schon, dass Borkenkäfer für Bäume wirklich nur ein Problem ist, wenn es sich um eine Monokultur handelt? Ja, es sind alles Monokulturen. Bei den Steinen ist das genau dasselbe. Die sind auch vom Borkenkäfer. Von der Steinlaus. Nee, auch vom Borkenkäfer. Der isst auch Steine. Darum muss ich die auch kaputt machen. Wir haben ja gelernt, ich habe eine alternative Physik und dann gibt es auch hier alternative Tierwelten bei mir. Na dann. Ja, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Offensichtlich. Ah, jetzt hat mein Sklave wieder fast 2000 Steine. Damit kann man ja wieder was anfangen. Das wird voll das große Schlauch. Ja, dann kannst du Lichter einbauen oder Priester, die uns noch beim Beischlaf gute Wünsche predigen oder beten, keine Ahnung. Das ist ja pervers. Ich will nicht, dass mir irgendwer beim Beischlaf zu. Ja. Daran gewöhnt man sich bestimmt. Das ist irgendwie etwas, an das möchte ich mich nicht gewöhnen. Ja, ich musste gerade ans Mittelalter denken, wenn sie da heiraten. Dass halt quasi Verwandtschaft nochmal zuguckt, wie dann da. Ja, also ich finde die Idee eher so im Mittelalter. Ja gut, die kam damals bestimmt auch nicht gut an. Aber da muss man sich ja mal vorstellen, man hat geheiratet, man soll die erste Nacht verbringen. Und dann guckt der Opa und die Oma mit dazu, wenn man sich mal, naja, unter die Decke mit der... So, tschüss Skorpion. Du guckst mir nicht beim Schlafen zu. Ah, Nashorn ist uncool. Da gehen wir mal weg. Gehen wir mal langsam zurück und am besten an einem Brunnen vorbei. Ich hab Durst. Verdammt, ich brauch Steine. Ja, ne, also man braucht immer so viel Material, das ist unglaublich. Ups, ich würde eigentlich alles nehmen. Ach, meine Seetfreunde. Ja, mit denen muss ich auch noch mal reden. Ich will ja auch diese dämliche Schlangenreligion lernen. Hey, du hast dämlich gesagt. Sag doch nichts Schlimmes gegen meine Religion. Wenn die nicht wollen, dass ich die erlerne, ist die dämlich. Wir glauben an Schlangen. Ja, deswegen tötest du sie ja auch. Es gibt Schlangen. Also, ne, es gibt Schlangen, da will uns der Gott Seth testen. Ob wir auch stark im Glauben sind. Und gegen sein Abbild auch kämpfen können. Das ist nur ein Glaubenstest. Und ich habe ihn letztes Mal bestanden, weil ich ja eine Schlange getötet habe, eine große. Und ja, der will uns einfach nur testen. So komm auch du zu unserem Glauben. Wenn die mich nicht wollen? Ja, du musst doch nur mit denen reden. Ja, der redet aber nicht mit mir. Du musst auch mal ein bisschen höflich sein. Ich hab's ja versucht, aber der will ja nicht mit mir reden. So, jetzt kümmere ich mich erstmal um die Heilpfeile. Ach Mist, ich habe ja noch Müll eingesammelt, den hätte ich erstmal abliefern können. Komm mal zurück. Oh, jetzt fehlt mir Wasserkugeln. Ich habe das nicht gerade verstanden, was du meinst. Fackeln? Wasserkugeln. Ach, Wasserkugeln. Ah. Ich
habe das wirklich nicht verstanden, aber okay. So, da ist ein Wolf. Reliquienhemden habe ich gefunden. Ja, weil ich habe da bei dem Seetempel noch die Kiste geöffnet. Da ist ja immer Krempel drin. Kann man ja, wenn man schon auf dem Weg zurück ist, aber was mitnehmen. Tut auch keinen weh. Ich habe sogar was für die Küche. Ich habe hier so einen Krug. Und ich sehe schon, du hast hier Wände gebaut. Das läuft ja hier. Ja, aber jetzt brauche ich Steine. Ich glaube, ich mache mal einen Abstecher zum Seetempel. Vielleicht sind die ja nicht mehr sauer auf mich. Genau. Die sind bestimmt ganz, ganz toll und nett zu dir. Whee! Viel besser als einfach außen drum herumlaufen. So, was fehlt denn hier? Was fehlt denn hier? Ich mach mal ein paar einfache Waffen. Ach, nee, das ist Waffenreparaturkit. Ich will ein Werkzeugreparaturkit. Kannst du Werkzeugreparaturkits bauen? Meinst du jetzt mich? Ja. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Kann ich hier jetzt aus dem Kopf gerade nicht sagen. Jo. Dann haben wir das. So, wollen wir mal gucken, ob die Seetpriester mich anhören oder... Die werden dich anhören. ...mein zu mir sind. Die werden ganz, 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 ganz nett zu dir sein. Glaubst du? Ja. Weil ich habe mich letztes Mal mit ihnen gehauen. Habe ich auch, aber die haben mir verziehen. Okay. Wer bist du? Ich habe denen einfach mal ein paar Bier ausgegeben und schwuppdiwupp. Hat man sich verstanden. Okay. War das jetzt richtig? Muss ich überlegen, wo waren die denn? Ich glaube, sechs. Ich glaube, ich habe den falschen Eingang. Oder nicht? Zwei, drei, vier, fünf. Ne, das könnte passen. Dann wieder zwei von denen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Gerade zu blöd, diesen dummen Tempel zu finden. Hat doch bei uns einmal um die Ecke. Ah! 3, 4, 5. Welcher Tempel? Ja, der von dem komischen See. Ja, der war wirklich hier einfach bei uns gleich in die Straße rein. Darf ich mal kurz bei dir gucken, wo bist du denn da? Wo ist denn unsere Basis? Ich kann mich da bei dir nicht orientieren. Ah, hinter dem Hügel. Ja, dann musst du weiter rechts. Am besten gehst du links raus. Gehst du außen rum? Warte, ich gehe einmal zur Basis. Nee, ja. Ja, lauf da mal zu diesem Turm hoch. Ah, ich werde verfolgt. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Genau, da sind die Schlangenköpfe. Gut. Jetzt habe ich mich verzählt. Eins, zwei. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, ist richtig. Jetzt brauchen wir davon wieder was. Hätte ich mal besser im Unterricht damals aufgepasst, dann wäre mir das mit dem Kreis auch viel einfacher auf. Geometrie ist nicht meins, glaube ich. Hallo. Okay, sind nett zu mir. Sind nett zu dir? Ah, siehste. Ja, dann sind sie nicht gemeint zu mir. So, drücke E, um zu interagieren. Ach, da unten ist. Oh! Kriechen.
Sehet und findet. Ich habe nur das Kriechen gelernt. Hm? Hat man nicht irgendwo die Möglichkeit? Warum kann ich da nicht bauen, du? Oder hatten wir woanders die Möglichkeit, anderen Glauben zu lernen? Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Beuge mein Haupt, okay. Voll. Hast du dein Haupt gebeugt? Die wollen mich nicht. Ja, aber die wollen mich nicht. Ey, du musst dann warten. Vielleicht im Januar nochmal wiederkommen. 2020. Dann wird nochmal. Da werden nochmal neue Mitglieder gesucht. Es kann sein, dass jetzt Einstellungsstopp ist. Das ist meistens so September rum, August. Das ist meistens Einstellungsstopp. Aber im neuen Jahr, weißt du, dann vielleicht gibt es da neue Projekte, dann denken sie sich, hey, hier in der Nähe. Also ich will jetzt nicht sagen, aber wenn ich eines von aus der Scheibenwelt gelernt habe, dann ist ein Gott nur mächtig, wenn Leute an ihn glauben. Wenn keiner an einen Gott glaubt, dann verliert er seine Macht. Und ja, die sind ein bisschen geil auf Gebete. Die sind ein bisschen praktischer. Weißt du, die gucken erstmal, guck mal. Dann gucken, haben sie so ihre Karte und dann so, ah, hier in der Ecke quasi, wie immer die Ortschaft hier heißt. Hier bei Mithras Gleichmut, gleich rechts um die Ecke, ist noch ein Laden frei. Da können wir mal einen Seetempel bauen. Warte mal, da ist noch ein Seepriester. Vielleicht will der mir eure Religion näher bringen. Ah. Oh ja, guck mal, hier ist so eine Geistertussi. Ach so, die Geistertussi war das? Und jetzt kannst du das? Dirnentagebuch 1. Der alte Häuptling. Kaum helfen, da ich keine Kenntnisse der Arkankunste oder der Medizin habe. Mein Wissen auf dem Gebiet der Schlafzimmerakrobatik wird dem alten Narren nichts helfen. Es brächte ihn eher noch näher an die Grenze oder wäre sogar sein Ende. Ich frage mich, was wohl aus mir wird, wenn er stirbt. Immerhin, sein Sohn Charmiel, keine Ahnung, ist stark und nicht sonderlich intelligent. Wenn ich meine Karten gut ausspiele, kann ich vielleicht weiterhin in dieser Zuflucht bleiben. Wohl ein nächtiges Button, um seinen müden Geist und seinen erschöpften Muskeln in Spannung zu beschämen. Gedanke dabei zu werden, ist irgendwie anstrengend, anregend. Die Aussicht auf das Rad allerdings weniger. Ich muss vorsichtig vorgehen. Mhm. Aber nein, deine Priester wollen nicht, dass ich deren Glauben erkenne. Das ist ja irgendwie gemein von meinen Priestern. Ja, die sind ein bisschen arrogant. Wie überhaupt lernen möchte. Ja. Meine ist da viel offener. Der Kartenraum war irgendwie riesig, ne? Ja. Haben wir den schon irgendwie gebaut? 9 im Durchmesser oder so war das. 9 im Durchmesser? Mhm. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Du kannst den Turm ja nach oben hin größer machen. Ach, ich mach noch einen Ring. Einer geht noch. Dann passt das da, muss ich da oben was wegreißen. Oder? Ach, muss ich sowieso schon. Ich bin fast an der Säule dran. Ach, das ist. Dann wird die Säule weggeballert, mein Gott. Ich glaube, die Säule ist eh nur Deko. Ja. Ja, das Fundament. Das ist nicht Deko, aber die Säule ist Deko. Ja, pappelapapp. Ich ziehe erstmal den Turm hoch und dann brauche ich Holz, wie ich gerade sehe. Scheiße. Nur ein bisschen Holz. Dann kann ich gleich nochmal 1000 und ein paar zerquetschte. Ah, hier, komm, weg mit diesen Handvoll Maden. Die brauche ich jetzt nicht. Zack. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt unsere Aufnahme schon läuft. Ich weiß nicht, guck doch auf deinen zweiten Monitor. Ja, ich bin dabei. Aufnahmetool? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt hast du schon wieder vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich dachte es auch gerade, aber nein, alles gut. Alles gut. Das heißt, das ist sehr gut. Ich kann noch Bäume fällen. Was sagt denn die Aufnahmezeit? Halbe Stunde und meine Axt ist weg. Ah, okay. Wo ist meine Axt denn? Hab ich sie dir gegeben? Oh ja. Entschuldigung.
Hier gibt es so viele Bäumchen, die hauen wir uns nochmal kaputt und dann geht's gleich weiter mit Bauen. Ja, ich besuche die Steine. Holz habe ich noch gefunden. Ja, ein bisschen Stein, glaube ich, kann ich auch noch gebrauchen. Ich meine, klar, wir haben auch die Steine, die in der Schmelze sind, aber die sollen ja zu Ziegeln werden. Richtig, richtig, also ja. Mir gerade so aufgefallen ist, es gibt keine Rundtreppe. Das finde ich gerade ein bisschen unschön. Aber ich mache das so, dass ich halt die ersten zwei Etagen, die mache ich rein aus Blöcken, quasi. Und ab der zweiten Blockreihe baue ich dann Mauern. Gucken wir dann mal, wie wir es mit dem machen. Ja, ich habe ja eckige Teile dran, ne? Also vielleicht kann ich ja einfach zwei Ebenen so dran bauen. Wir werden es sehen. Genau, ich teste einfach hier und baue und teste und baue und zur Not reiße ich wieder alles ab. Kein Problem. Ach ja, ich wollte Holz eigentlich hacken. Dass man auch immer zu schwer sein muss. Hm. Laufen wir mal ganz kurz, damit ich wieder ein bisschen Holz hacken kann. Und schon wieder überlastet. Ich habe hier einen Grauen. Ja, ich auch. Ich gehe gerade ganz langsam und würdevoll auf die Basis zu. Grausames Leben. So, dann gebe ich dir einfach mal hier diese Fundamente. Du hast ja noch Holz. Du hast ja noch Holz. Ist ja ein Sack. Du sagst ja auch nichts, Iro. Hättest du mal was sagen können. Ich laufe hier nochmal los und hack Holz, Iro. Ey, ja, diese Punks. Ja, also echt. Einfach mal mitarbeiten, statt immer gegen das System. Kann doch nicht so schwer sein. Aber ich glaube, ich werde nochmal eine Fuhre Steine im Offscreen sammeln. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht immer zeigen. Gehört zwar mit dazu, aber ich glaube, eine Runde kann man ja mal im Offscreen machen. Was sagt die Mathilde dazu? Naja. Das heißt so viel wie, leck mich am Arsch. Naja. Hm? Ich verstehe. Kennen die meisten nicht, aber naja. Wie? Lenne? Nein, ich verstehe. Ach so, ich verstehe. Ich dachte, das ja leck mich am Arsch heißt. Nee, nee. Hey, Two and a Half Men war eine lustige Serie. Solange Charlie mitgemacht hat. Aber naja. Ah, ich habe gestern die ersten Folgen von diesen Mandalorien geguckt. Was? Star Wars. Ein Boba Fett-Verschnitt. Mandalaria? Mandalorien? Ich weiß gerade nicht, wie die hießen. Diese Kopfgeldjäger von Star Wars. Die Serie heißt so und ich vergesse den Namen. Ist egal. Oh. Peinlich. Hat mir besser gefallen als Episode 7. Das ist nicht schwer. Und 8. Aber es ist halt leider kurz. Da sie 5 Minuten Outro haben quasi, wo sie nochmal alle Darsteller zeigen oder auflisten, die da mitgewirkt haben. Geht das doch ein bisschen länger als... Also, naja.
Machen wir hier mal ein bisschen Licht. Ja, ist ja eklig. Jetzt wird es auch dunkel. Ich baue. Kann das Wetter hier nicht auf unsere Rücksicht nehmen? Ich glaube, ich baue... Computer sagt nein. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, danach baue ich erstmal einen Kartenraum und nur mal gucken, ob das so von der Breite reicht. Du weißt schon, dass wir einiges für den Kartenraum brauchen? Ja, pappelepapp. Aber so weiß ich, ob es mit der Breite passt, weißt du? Also ich würde jetzt sagen, schätzungsweise ja, das würde passen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich mach mal Licht an. Holzdach. Wollen wir ein Strohdach oder ein Holzdach? Wie, du baust schon ein Dach? Ja, würde ich jetzt mit anfangen. Also ich habe die Wände um das Schlafzimmer herum gezogen. Weil du wolltest die Küche? Ja, die Küche ist ja weiter unten. Die ist ja hier, okay. Ist im ersten Stock. Achso, mit Balkon, okay. Und dann da drüber kommt das Schlafzimmer. Okay, okay. Genau. Genau, dann kannst du ein Dach machen. Wie viel habe ich jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Frage war jetzt aber Holzdach oder Strohdach? Ich habe noch kein Holzdach gesehen, also... Und ich dann machen wir ein Holzdach. Genau, weil das Strohdach kennen wir ja. So ein Holzdach habe ich noch nicht gesehen. Ist ja was Neues dann. Holz ist ja... Ja, das ist aus geformten Holz- und Eisenverstärkung gemacht. Was brauchen wir für das Kartenräumchen? Da. Kartenraum. Verderbter Stein, scheiße. Ich habe gerade keine Ahnung und alchemistische Grundsubstanz. Der Rest ist kein Problem, aber diese 200 verderbter Stein und alchemistische, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das können wir beides im Feuerschalenkessel theoretisch gesehen herrschen. Was brauchen wir dafür? Moment. Für verderbter Stein brauchen wir Stein, Wundsekret und Dämonenblut. Ja, wir haben zu wenig Dämonenblut. Wir haben eigentlich eine ganze Menge, aber die ist, glaube ich, noch, das ist noch in einer anderen Basis. Und was war noch? Alchemistische Grundsubstanz. Silberstaub, Goldstaub, Wundsekret. Und da wurde uns auch schon gesagt, dass wir da eher ein paar Träger überfallen sollten. Die Träger? Wo gibt's denn Träger? Naja. Die laufen zum Beispiel in der Stadt rum. Okay. Ich merke schon so langsam, das ist so ein Kreisproblem, weißt du? Wir brauchen dies, müssen in die Stadt, aber die sind noch zu stark. Dann brauchen wir wieder bessere Waffen, dann brauchen wir bessere Rüstung. Und dafür brauchen wir wieder Rohstoffe, dafür müssen wir wieder dahin, dann müssen wir dahin und... Ah, so eine Spirale! In der wir ganz viel Zeit verbringen mit dem Spiel. Aber gibt's Schlimmeres. Arbeiten gehen zum Beispiel. Ja. Ja, Katze. Ich hab dich gehört. Ich würde sagen, das haut hin. Das muss hinhauen. Das ist... Okay. Ja, das haut hin. Das muss reichen. Hast du noch Steine? Ich? Nee, fuck, er hat auch keine mehr.
Ich habe aber noch 779. Kannst du mir ja welche runterschmeißen? Bist du oben? Ich bin gerade am Dachdeck. Ach, wenn nicht, komme ich hoch. Ich glaube, der Kartenraum war irgendwie 8x8 oder so, ne? Das ist... Warum ist die Tür zu? Auf! Hallo! Einmal Steine, bitte. Ein Wolf. Ah. Mach mal Schwänzchen hoch, ich muss mal in dein Inventar gucken. Braver Wolf, braver Wolf. Schwänzchen wieder runter. Ich würde dann das hier so schräg machen und darüber dann flach, ne? Ja, sieht gut aus. Ja. Machst du gut, sieht top aus. So, was wolltest du machen? Ah, ich sehe. Ja, sieht gut aus. Wirklich gut aus. Na, weil wenn ich das jetzt hier komplett spitz zulaufen lasse, wird das, glaube ich, zu hoch. Dann ist das nicht mehr gemütlich. Hm. Oder? Kann man Leute erhängen? Wenn man so einen Balken hat? Kann man dem Fleisch beim Faulen zugucken? Ich glaube, wir sollten einen Break machen. Ich glaube auch. Gut, wenn euch die Folge gefallen hat, und das hat sie, dann hinterlasst doch gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Geronimo.